Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Kentucky Route Zero. Wo ihr gerade Backscreen habt. Eine Sekunde. Jetzt habt ihr kein Backscreen mehr. Okay. Beim letzten Mal haben wir mit der Folge angefangen. Wir haben im ersten Akt die erste Szene gehabt bei der Tankstelle Equus Oil. Dabei hatten wir unter anderem mit ein paar Leuten zu tun, ein paar seltsamen Leuten, die verschwunden sind, und einem etwas weniger seltsamen namens Joseph. Wir haben einen leuchtenden 20-jährigen Würfel mitgenommen und haben unsere Hündin Blue genannt. Und ja, durch einen Sicherungskasten haben wir erfahren, wie wir weiterkommen. Wir steuern einen Lieferwagenfahrer namens Conway und müssen zum Dogville, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall kommen wir dann nur hin über die Route Zero. Und diese Straße soll sehr schwer zu finden sein. Unter anderem weiß eine Frau namens Weaver Marquess den Weg. Und ja, jetzt sind wir beim Bauernhaus der Marquess. Wie man hier unten schon sieht, das ist jetzt die zweite Folge für heute. Vorher kam Batman the Telltale Series. Das fällt morgen übrigens aus. Und später kommt noch Dinosaur Prehistoric Survivors und die Ader-Analyse. So, jetzt wollen wir fortsetzen. Bevor wir dann anfangen, möchte ich dann kurz in die Optionen gehen. Akt 1, Szene 2. Weil wir beim letzten Mal ja nichts anstellen konnten, erst dann am Ende der Folge. Und ja, dann werden wir uns hier mal umsehen. Es ist immer noch ein sehr seltsames Spiel, finde ich. Aber gut, hier kommen wir jetzt an. Wir gucken erstmal die Optionen, was wir hier so haben. Erstmal Text. Textgeschwindigkeit normal. Das passt alles, ja. Das ist in Ordnung. Man könnte auch die Größe ändern, aber die Größe war groß genug. Es gab in der letzten Part ein paar Bildhänger. Ich hoffe, die sind heute besser. Lautstärke 7 von 10 mache ich mal 5. Und Untertitel an, erinnern. Dann Video 1090x1080 passt. Was ist denn hier? Oh ne. Okay, vergessen. Was gibt es noch? Mehrspielermodus, interessant. Protokollierung. Lassen wir mal an. Und Abspann brauchen wir noch nicht. Was haben wir sonst noch an Steuerung? Das wüsste ich gerne. Oder war gerade ein Schatten vor uns. Ja, du hast hier ein paar Möglichkeiten. Du kannst eine Maus benutzen, unsere Empfehlung, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, spielst. Du kannst eine Tastatur benutzen oder du kannst ein Gamepad benutzen. Was auch immer du gewählt hast, nimm das Gerät in beide Hände. Setz dich einfach hin und fühle es für einen Moment in deinen Händen. Schön, oder? Es wird eins mit deinen Muskeln. Es steht dir gut. Du hast eine Begabung dafür. Ich sollte erwähnen, dass du mit dem Mausrad oder bei aktivierter Tastatursteuerung mit den Tasten Seite hoch, Seite runter scrollen kannst. So, was jetzt? Es liegt an dir, aber hier sind einige Dinge, die du ausprobieren kannst. Ja, wie beim letzten Mal auch schon, ist es ein bisschen strange. Was gäbe es denn für eine Tastaturbelegung? Also ich glaube immer noch, es ist ein Point-and-Click. Das ist irgendwann mal vergessen. Okay. Dann Unterlagen haben wir immer noch nur den Würfel und die Filed Notes mit der Bauhausbeschreibung und Dogwood Drive. Ah, das war unser endgültiges Ziel, aber da wussten wir noch nicht, wo wir hin müssen. Okay, dann schauen wir hier mal. Es sieht mir hier nicht so sehr nach Haus aus, aber da vorne wahrscheinlich. Gehen wir erstmal zu Blue. Wir haben beim letzten Mal dieser Schatten, der dauernd vorne rumgeht. Wir haben beim letzten Mal eine Errungenschaft bekommen, weil wir sie gefüttert haben mit Fleisch. Ich schätze, wir sollten den Pfad hoch. Das Bauernhaus ist etwas weiter oben auf dem Hügel, werde ich sagen. Weil ich glaube, ich habe da oben mein Haus gesehen. Pass auf den Truck auf, okay? Ja, ich will Blue nicht abgeben. Das ist im Moment unsere treue Begleiterin. Ja, da oben ist definitiv ein Haus. Was haben wir hier noch? Die Lampe. Eine Straßenlampe leuchtet den Anfang eines staubigen Pfads auf den Hügel hinauf.
Warte, geht es hier noch irgendwo lang? Ihr habt gesehen, bei der Steuerung kann ich nichts anstellen. Nee. Ich habe gelesen auf Wikipedia, dass eine der Hauptinspirationen für dieses Spiel die Filme von David Lynch waren. Das erklärt vielleicht, warum das Spiel etwas strange ist. Wir gucken mal in den Lieferwagen, vielleicht können wir hochfahren. Und wir... Ach so, wir können nicht. Okay, dann bleiben wir eine Weile. Ich glaube, wir müssen dahin fahren, wenn wir fertig sind. Ja gut. Dann gehen wir den Pfad hoch, der ist ja nicht weit. Bis zum Haus. Blue passt ja auf. Mal sehen, wie die Weaver Marquess ist. Da oben ist auf jeden Fall ein Licht. Oh, ein Friedhof. Ein Friedhof erfreut mich ja nicht mit Freude. Neben dem Haus befindet sich ein Familienfriedhof. Auf den Grabsteinen sind die Namen der verschiedenen zu lesen. Nowakowski, Padilla und Marquess. Okay. Ich hätte übrigens gerne die Taschenlampe wieder vom letzten Mal, die war praktisch. Hier können wir ins Haus gehen. Ich will aber nicht einfach einbrechen, eigentlich. Ja gut, Conway wird ja wohl klopfen, denke ich. Also auf zum Haus. Hoffentlich ist die Dame zu Hause, sonst haben wir nämlich keine Wegbeschreibung. Ja, die Tür wird auf jeden Fall geöffnet. Lichtschalter, ja, das wäre schön. Okay, die Dame ist zu Hause. Ich dachte eben, wie schön doch unser Haus ist. Was denkst du? Warst du schon mal hier? Hast du eine Eule gesehen? Ja, was sagen wir? Wir waren noch nie hier, aber es ist ein schönes Haus. Zumindest vom ersten Eindruck. Ach, da unten steht sogar ihr Wagen. Wieso fragst du uns denn, ob wir eine Eule gesehen haben? Ich meine, wir haben Eulengeräusch gehört. Ist auch wieder ein bisschen Musik hier. Sicher, es ist ein schönes Haus, sage ich jetzt. Ich weiß, ich finde die dicken Balken an der Decke so schön. Ich sitze gerne im Haus und denke an die Hügel und Klippen, die uns umgeben. Wie eine Wiege. Ja, wie auch die restlichen Leute, ist die Frau Marquess etwas seltsam. Hier stand mal ein anderes Haus, aber wir ließen es abreißen. Und dann haben wir das hier gebaut. Es war teuer und wir kamen ganz schön in Schwierigkeiten. Was machst du beruflich? Ist das schwer oder gefällt es dir? Ich war mal Mathematikerin. Suchst du hier was Bestimmtes? Ja, was könnten wir sagen? Fahrer für einen kleinen Antiquitätenladen sind wir ja. Wir haben beim letzten Part ja gesehen, dass auf dem Lieferwagen was steht wegen Antiquitäten. So als Beschriftung. Besser als im Graben zu landen. Wahrscheinlich wegen dem, ob es ihm gefällt. Oder wir suchen die Route Zero. Wir suchen die ja. Also sie soll uns... Laut Joseph kennt sie den Weg. Aber ich glaube, wir kommen eher an Informationen, wenn wir erstmal normal reden und nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen. Deswegen, ich bin Fahrer für einen kleinen Antiquitätenladen. Ich schätze, die Zeiten sind hart für kleine Antiquitätenläden. Die Zeiten sind für alle hart, selbst hier auf unserer kleinen Farm. Meine Eltern können der Bank schon seit längerem nichts mehr zahlen. Ich sollte eigentlich nicht mal mehr hier sein. Nicht mal hier sein. Aber ich bin einfach geblieben. Ich habe ein paar Notizbücher. Hier ist nur ein bisschen, langweilig. Manchmal würde ich vielleicht lieber fernsehen. Ja, richtig. Wir haben hier von Joseph den Fernseher bekommen, den er sich ausgeliehen hat von ihr. Aber es würde beide stimmen. Joseph hat nämlich auch gesagt, dass sie eigentlich lieber liest, anstatt fernzusehen. Ein paar Notizbücher. Können natürlich für uns interessant sein. Na, egal. Ich habe ja einen Fernseher, der wohl dir gehört. Kannst du ihn bitte einstellen? Dann erkläre ich dir auch, wie du an dein Ziel kommst. Die Route Zero. Oder Route Zero. Ich weiß. Woher sie auch das jetzt immer weiß.
Okay. Ach, der Fernseher ist gleich hier. Davor würde ich aber gern nochmal schauen. Hier ist ein Ofen. In einer aschebedeckten Ecke des Raums steht ein alter Holzofen. Er fühlt sich kalt an. Heiß es aus. Können wir denn noch was anderes machen? Eine Spüle. Ein verlassenes Spinnennetz spannt sich über den Bogen des Boden des Topfes. Eine Pfanne mit Staub bedeckt. Scheint so, als würde hier länger jemand nichts machen. Hier unten hängt auch Wäsche. Nein, runter. Ach, wir können gar nicht gehen. Okay. Ich dachte wegen dem Auto hier. Ja gut, dann stellen wir mal den Fernseher ein. Die Frage ist, ob wir da was machen müssen oder ob er das selber tut. Das sieht mir immer noch nach Gefissel aus. Aber wir können mit ihr wieder reden. Ich finde die Grafik ja immer noch hochinteressant. Es gab leider noch keine Kommentare zur ersten Folge. Ja, wir können, glaube ich, nur mit ihr reden. Okay. So sollte das eigentlich nicht aussehen. Du hast irgendwas verbockt. Ist das ein fremdes Objekt für dich? Haben deine Eltern dir etwa nicht erlaubt, fernzusehen? Der dachte, der Fernseher wäre radioaktiv. Das ist schlimm. Ma dachte, sie könnte im elektrostatischen Lärm Geister hören. Okay, also wir können entweder unsere Eltern als etwas, sagen wir mal, speziell hinstellen oder sagen, wir wissen, wie man einen Fernseher anstellt. Wir wissen halt nicht, wie alt der Conway ist. Er ist ja offensichtlich auf jeden Fall erwachsen. Auf jeden Fall kein Junge mehr. Wir wissen auch nicht, zu wann, welcher Zeit wir spielen. Ich glaube, ich sage das mit den Geistern, weil ganz ehrlich, gerade ältere Leute könnten das durchaus denken. Bei dem Gefissel, das gibt ja sehr komische Laute. Ma dachte, sie könnte im elektrostatischen Lärm Geister hören. Das habe ich schon mal mitbekommen. Sie war krank, oder? Ich meine geistig. Irgendwie distanziert. Ängstlich. Ja, sagen wir mal ängstlich. So könnte man das ausdrücken. Weil eher ausdrucksstark wohl nicht. Und die Dinge mussten einfach so sein, wie er sich das vorstellte, also sein Vater. Ja, ich habe das Gefühl, man schreibt ein bisschen seine eigene Geschichte. Ich habe das Gefühl, wir haben hier nicht wirklich eine vorgegebene Geschichte, sondern schreiben sie selber. Deswegen, ja, ängstlich, so könnte man das ausdrücken. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin nicht besonders überrascht. Und du? Hast du aufgepasst? Ich glaube kaum. Es wird Zeit, dass du besser aufpasst, Conway. Schau dir den Fernseher mal genau an. Würde ich ja gerne. Ach, jetzt können wir auch. Das Ranzoomen, das verschwindet aber jetzt gerade am Fernseher. Und das sieht wie eine Farm aus übrigens. Hey, hey, wach auf. Du bist hier mal kurz abgedriftet. Ach so. Deswegen, anscheinend hat Conway gerade nur auf die Farm geguckt. Also auf die Scheune offensichtlich. Was hast du in der Scheune da draußen? Früher gab es da Werkzeug und Futter, dann Bücher. Jetzt gibt es da größtenteils Spinnen, glaube ich. Ja, und anscheinend Schafe. Davor habe ich Schafe gesehen oder irgendwelche anderen Tiere. Ich glaube aber, es waren Schafe. Der Fernseher nimmt das falsche Signal auf. Meine Cousine Shannon wusste mehr darüber. Sie repariert beruflich Fernseher. Naja, hat sie jedenfalls mal. Ich glaube, die neueren Modelle versteht sie nicht so gut. Deine Cousine? Wie gesagt, ich glaube, wir kommen mit Normalreden weiter. Ja, die Tochter des Bruders meines Vaters, Shannon. Wir sind ungefähr gleich alt.
Naja, waren wir jedenfalls mal. Jetzt ist sie älter. Sie hat nördlich von hier eine Werkstatt am See, da wo sich Pionia und Wax Road treffen. Das ist ein Geschäft für Angelzubehör und hinten repariert sie Fernseher. Bist du auch Angler? Okay, Shannon hat anscheinend einen sehr interessanten Beruf, ne? Angelzubehör und Fernseherreparatur. Das ist eine interessante Kombi. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass du jetzt unbedingt zu Zero musst. Mir wäre es viel lieber, wenn du meine Cousine findest und meinen Fernseher hinkriegst. Aber ich verstehe schon, dass du dahin willst. Also, es ist ganz einfach. Fahr auf der 65 Richtung Norden und biege dann direkt nach der Prothesenfabrik rechts ab. Der Prothesenfabrik? Ja, beim letzten Part war jetzt mit dem hässlichen brennenden Baum mit der schwarzen Eiche. Von da aus kannst du die Route Zero eigentlich überhaupt nicht verpassen. Freut mich, dich kennengelernt zu haben, Conway. Halt die Augen auf, vor allem im Dunkeln. Joseph hat mir letztes Mal auch passiert, dass vor allem im Dunkeln komische Sachen passieren. Okay. Gut, jetzt geht's wieder zurück. Ja, das Fernsehbild sieht echt nicht so toll aus. Und sie ist weg. Nur noch der Fernseher ist zu sehen. Und da ist er jetzt auch aus. Jetzt sind wir nur noch das Haus. Und jetzt sind wir wieder im Helden. Okay, Weaver ist weg. Ehrlich gesagt, nach dem gestrigen Part überraschen mich nicht mehr plötzlich verschwindende Gestalten. Das Auto ist auch unten weg. Können wir denn runtergehen? Nein. Den Ofen haben wir schon gesehen. Die Spüle auch. Also hier sind echt merkwürdige Gestalten in diesem Spiel. Ich glaube, wir können hier nichts mehr tun. Dann gehen wir raus. Ja, dann müssen wir jetzt zum Auto zurück. Zum Lieferwagen, genau. Dann müssen wir jetzt zum Auto zurück und dann zur Route Zero. Jetzt wissen wir ja, wo sie ist. Hier ist jetzt auch andere Musik wieder. Der Friedhof. Ist da jetzt ein neuer Name vielleicht? Weil wir hatten ja einen Namen Marquess. Scheinbar nicht. Ich gehe nochmal kurz ins Haus rein. Nur um nochmal sicher zu gehen, dass da wirklich nichts ist. Dass die Tür von selber aufgeht, ist wohl auch ein Service des Hauses. Ah, jetzt ist hier auch keine Musik mehr drin. Nee, wir können echt nicht runter. Okay. Dann zurück zum Lieferwagen und weiterfahren. Das haben wir beim letzten Part schon gesehen. Zum Lieferwagen. Den Friedhof kennen wir, deswegen schauen wir den nicht nochmal an. Da ist Licht, da ist der Lieferwagen. Und Musiker. Okay. Das waren die Gestalten, die vorher vorbeigegangen sind. Sagt Blue noch was? Ich habe gerade eine völlig seltsame Frau kennengelernt. Sie schien sehr nett. Ja, unheimlich fand ich jetzt Weaver nicht. Marquess, ich frage mich, wo ihre Eltern herstammen. Oder ich hoffe, wir sehen sie irgendwann mal wieder. Ich würde gern beides sagen, aber man muss ja immer wählen. Wir haben auch noch 10 Minuten. Ich sage jetzt das erste. Frank will Eltern herkommen. Herstammen. Das ist ziemlich cool mit dem Musikern hier. Okay, bevor wir jetzt in den Lieferwagen steigen, gucken wir uns kurz hier nochmal um. Können wir vielleicht zu den Musikern hin?
Scheinbar nicht. Okay, dann ab in den Lieferwagen. Conveys abfahrbereit. Ja, etwas langsamer bringt ja nichts. Okay, wieder on the road. Hier hatten wir jetzt das Bauernhaus der Marquess. Davon war der brennende Baum, glaube ich. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Shannons Werkstatt. Wegbeschreibung vom Bauernhaus der Marquess. Immer Richtung Norden. Am See, wo sich Pendant Road und Wadsworth kreuzten. Ein großer Laden für Angelbedarf. Hinten repariert sie Fernseher. Hier haben wir jetzt aber noch die Zero-Auffahrt. Zurück auf die 65. Richtung Norden, dann nach der Prothesenfabrik erst rechts. Und den Dogwood Drive, den wir aber noch nicht kennen. Ich glaube, ich gucke als erstes zur Werkstatt. Es wird einen Grund haben, warum wir die Notiz haben. Und ganz ehrlich, wir haben es nicht so eilig. Also wir müssen zwar die Lieferung abgeben, aber es ist jetzt eh schon Nacht. Deswegen, ich glaube, ich gehe erstmal zur Werkstatt. Immer Richtung Norden am See. Okay, Richtung Norden ist ja hier. Halt, geht's da auf 65. Nein, jetzt hat das wieder überblättert. Das ist ein bisschen blöd mit dem Buch. Auf die 65. Richtung Norden würde es zur Zero-Auffahrt gehen, aber wir wollen ja jetzt erst zum Werkstatt. Das heißt, ich glaube hier Richtung Norden, auf der 70er. Hier ist ein Museum. Schauen wir es mal an. Ein Schild vor einem Gebäude mit der Aufschrift Museum. Die Lichter sind aus, aber die Vordertür ist offen. Ah ja. Wir könnten weiterfahren oder reingehen. Ich gehe mal rein. Conway geht durch die Museumstür. Nach ein paar Schritten fällt ihm auf, dass die Umgebungsgeräusche des Highways stark nachlassen. Der Raum ist kühl, dunkel und ruhig. In der Mitte des Raumes liegt ein offenes Buch auf einem Tisch. Nach links zeigt ein offener Korridor ab. Riesige Glastüren versperren Conway den Weg. Ja, wo gehen wir hin? Wir könnten das Buch betrachten, wir könnten nach links zum Korridor oder durch die Glastüren. Es ist ein Museum. Es ist interessant, dass die Tür offen ist. Ich meine, da könnt ihr hier reingehen. Ich betrachte erstmal das Buch. Sieht sich das Buch an. Weder auf dem Buchrücken noch auf dem Deckel findet sich ein Titel. Auf der ersten Seite stehen drei verwischte Worte mit Bleistift geschrieben. Der Satz ist nicht mehr zu entziffern. Auf der ersten Seite hat jemand eine Tuschezeichnung eines Pferdes angefertigt. Danach folgen mehrere Dutzend leere Seiten. Am Ende des Buches befindet sich eine kunstvolle Tuschezeichnung, die einen einbeinigen Mann zeigt, der mit einer antiken Rechenmaschine arbeitet. Um ihn herum stehen lauter Whiskyflaschen. Interessante Zeichnung auf jeden Fall. Bestimmt moderne Kunst. Okay, jetzt können wir durch die Glastüren gehen oder zum Korridor. Ja, ich will mir das Museum anschauen, wenn wir es schon mal sehen. Ich gehe mal zum Korridor. Ich weiß halt nicht, wann wir immer Speicherpunkte haben. Das ist mein Problem. Conway hört das Echo seiner eigenen Schritte, die von der gewölbten Decke widerhallt, als er über den Marmorfußboden des Korridors schreitet. An den Wänden stehen Kästen aus Plexiglas. Am Ende des Ganges befindet sich ein dunkler Schaukasten. Okay, wir können den dunklen Schaukasten anschauen oder die Kästen an den Wänden. Schreibt mal beide an. Da könnte also was Wichtiges drin sein. Im ersten Kasten, ganz vorne im Korridor, befindet sich eine Auswahl von Flügeln echter Vögel. Einige von ihnen fehlen die Federn. Einer der Flügel ist besonders bunt und leuchtet sogar ein wenig im Mondlicht. Die Federn sind alle noch intakt. An der Flügelspitze ragt allerdings ein unschönes Stück Knochen hervor. Okay. Das waren jetzt die Kisten an den Wänden, ne? Ja. Dann gucken wir mal den dunklen Schaukasten an. Der Schaukasten ist mehrere Meter breit, aber nicht besonders hoch. Mehrere Meter breit, was zur Hölle? Es ist nicht beleuchtet. Es kommt auch nicht viel Mondlicht in diese dunkle Ecke des düsteren Museums. Conway kann aber die Schrift auf der vergoldeten Tafel auf dem Kasten entziffern. Es handelt sich um einen kurzen geschichtlichen Abriss der Vogeljagd in der Region
in der Region. Danach schweifen die Betrachtungen unvermittelt ab zu den Ursachen des Suchtverhaltens. Merkwürdig. Okay, dann haben wir die schon mal angeschaut. Dann gehen wir jetzt zum Eingang zurück. Das Buch hatten wir schon. Den Korridor auch. Dann gibt es noch die Glastüren. Ich guck mal kurz, wo der letzte Safe ist, wenn wir jetzt laden. Straßenkarte, Szene 2. Ich guck mir noch das Museum, glaube ich, fertig an. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch 5 Minuten. Ich schaue mir noch das Museum fertig an. Abrichten. Weiter. Weiter. Ich will doch gar nicht aufhören. Ach, wir hören bei Bauernhaus auf. Okay, dann müssen wir nochmal schnell hin. Ich will mir das Museum ganz schnell fertig anschauen. Ins Museum gehen. Ich mache das jetzt etwas schneller hier. Ja, das kennen wir schon. Das offene Buch. Nach links Korridor. Und Glastüren. Die Glastüren schauen wir noch an. Durch die Glastüren durchgehen. Glastüren lassen sich nicht öffnen. Würde man noch stärker dann rütteln und ziehen, würde das Glas wahrscheinlich brechen. Die Türen aufbrechen oder zurückkehren. Ja, das Museum war ja offen, ne? Und wir haben noch keinen Bullen oder sonst was gesehen. Aber es ist halt wohl nicht klar. Ja. Es könnte halt was drin sein. Das ist mein Problem gerade. Ich riskiere das mal und breche die auf. Es ist wahrscheinlich keine clevere Idee, aber dass einfach so per Zufall ein Museum hier ist, mit ja auch goldenen Tafeln, wie wir wissen, und zwar mit offenen Türen. In der Mitte des Raumes liegt ein offenes Buch auf einem Tisch. Nach links zeigt ein offener Korridor ab. Hier sieht Glastüren verstehen, Bernd Conway den Weg. Ja, wieso gehst du nicht durch Glastüren? Die sind doch jetzt aufgebrochen. Ich will durch die Glastüren gehen. Es würde wahrscheinlich brechen. Ja, du hast es doch gebrochen, die Türen aufbrechen. Okay, scheinbar geht hier nichts mehr. Ich gucke nochmal nach zum Korridor, aber ich glaube, im Korridor waren nur ja, das hatten wir schon. Da waren nur die Schaukästen. Ist in dem Buch noch was drin jetzt? Wo wir das Glas zerstört haben, nach dem Mod, weil es so leer war? Nee. Interessant, aus irgendeinem Grund brachte das gar nichts. Sehr gut. Dann verlassen wir das Museum und fahren dann gleich weiter. Weiterfahren. So, hier ist die Brownsville Road. Ich will nochmal kurz schauen. Unterlagen. Wo sich Peony Road und Wex Road kreuzen. Okay, dann fahre ich mal weiter nach Norden. Morgantown Road. Hier ist eine Kirche. Sunfish Road. Ich glaube, es geht dann da lang. Ja, okay, dann werde ich jetzt hier beenden. Jetzt gucke ich nochmal. Speicherplatz auswählen. Vor einer Minute. Okay, also er lädt automatisch. Dann vielen Dank, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt auch noch nicht überzogen. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Kirche an. Und dann gucken wir mal, ob wir den Weg zu der Werkstatt finden. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir zumindest auch den Weg zur Route Zero. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Aber ich denke mal, es lohnt sich, so den Hinweisen nachzugehen. Deswegen wollte ich jetzt erstmal das andere machen. Und hoffentlich hat es mit dem Glas keine Folgen. Irgendwie, das hat jetzt gerade gar nichts gebracht. Wir werden sehen beim nächsten Mal. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.